بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Meine geehrten Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah machen wir heute weiter mit der Unterrichtsreihe die 40 Hadithe von Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi. Und wir machen heute weiter mit dem dritten Hadith, mit dem Hadith von Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وصوم وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. In diesem Hadith, liebe Geschwister, der absolut authentisch ist, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Islam aufgebaut ist auf fünf Säulen. Der Islam ist aufgebaut auf fünf. Das Glaubensbekenntnis, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Und das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten und zum Haus zu pilgern, also die Pilgerreise, die Hajj zu machen und das Fasten im Monat Ramadan. Wenn wir natürlich diesen Hadith nehmen, dann könnte der eine oder andere sagen, ja okay, die fünf Säulen des Islams haben wir ja eigentlich schon im letzten Hadith, im zweiten Hadith, in diesem Buch, ja, im Hadith von Jibril schon gehabt. Aber, liebe Geschwister, man muss wissen, dass diese Gelehrten das nicht, dass Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, das nicht umsonst so ausgesucht hat. Ich habe schon am Anfang gesagt, dass Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, in dieser Unterrichtsreihe oder in diesem gewaltigen, vielleicht kleinen Buch, ja, vom Inhalt her, aber er hat hier circa 40 Hadithe auserwählt, die besonders die Religion erklären, die eine besondere Funktion haben, die die gesamte Religion zusammenfassend verdeutlichen, das Wichtigste herausgenommen für die gläubigen Menschen, für die gläubigen Muslime, für die gläubigen Diener, damit sie ins Paradies kommen, damit sie Allah zufrieden machen. Das Wichtigste im Leben. Und natürlich, wenn man jetzt sieht, okay, im Hadith von Jibril hat ja der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon erklärt, die fünf Säulen des Islam. Ja, und am Ende sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba, zu den Muslimen, zu den Gläubigen, es war, der Fragende war Jibril, der Engel Jibril, er ist gekommen, um euch eure Religion beizubringen. Dann warum kommt dieser große Imam, Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, direkt als nächstes mit diesem Hadith und sagt dann mit dem Hadith, der Islam ist auf fünf aufgebaut. Und dann kommt er auch wieder mit den fünf Säulen. Ja? Aber liebe Geschwister, die Gelehrten haben das, wie gesagt, nicht ohne Grund so gebracht, ja? Sondern deswegen, weil in diesem Hadith, في هذا الحديث, معنى زائد, ja? Weil er sagte, بني الإسلام على خمس, der Islam ist auf fünf Säulen aufgebaut. Ja? Im anderen Hadith, im Hadith von Jibril, sagte der Prophet Muhammad sallam, als Jibril alayhi salam ihn fragte, mal Islam, oder achbirni an den Islam, berichte mir über den Islam, dann hat er ihm gesagt, der Islam ist, dass du bezeugst, ja, die Shahada bezeugst, also die Shahadatain, und dann das Gebet verrichtest, etc. Er hat einfach nur gesagt, der Islam ist, dass du das und das machst, die fünf Säulen des Islam. In diesem Hadith ist eine andere, mehr Bedeutung drin. Ja, mehr Erklärung drin. Warum? Weil er sagte, Buni al-Islamu ala khams. Ja, der Islam ist aufgebaut auf diesen fünf. Ja, auf diesen fünf Stützen, auf diesen fünf Säulen, auf diesem Fundament aufgebaut. So hat dieser Hadith eine zusätzliche Erklärung. Ja, zu dieser Sache. Und deswegen war das auch für diesen Gelehrten, für diesen großen Imam, rahmatullahi alayhi,
wichtig, diesen Hadith dann auch speziell extra in dieser Reihe aufzunehmen und um so den Gläubigen die Religion begreifen oder zu verdeutlichen. Entschuldigung. Und deswegen hat er diesen Hadith dann, wie gesagt, auch gebracht. Denn in diesem Hadith wird dann erklärt, dass es zusätzlich erklärt, dass der Islam auf diesen fünf Säulen steht und der Islam nicht anders sein kann, außer wenn man wirklich diese Säulen mitbringt. Denn er hat verdeutlicht mit den Säulen, ja, weil ohne Säulen ein Gebäude nicht stehen kann. Er hat also es verdeutlicht mit einem Beispiel, ja, um es zu begreifen, um es deutlich zu machen. Denn es gibt auch Sekten, die sagen, nein, es ist kein Problem. Ja, wenn du nicht betest, wenn du nicht fastest und so, du bist für sie, das sind Sekten, das ist ein Irrweg, ein Irrglaube. Ja, für sie bist du immer ein Muslim. Aber dieser Hadith oder diese Hadithe und diese Erklärungen, diese Bedeutungen zeigen uns aber auch deutlich, dass du zum Iman, den du haben musst in deinem Herzen, ja, ein Minimum an Glaube, den du haben musst in deinem Herzen, um gläubig zu sein, musst du auch gleichermaßen ein Minimum an Taten aufbringen, damit du überhaupt gläubig sein kannst. Weil wir sehen, besonders heute in unserer Zeit, sehen wir was? Sehen wir, dass Menschen, Muslime, von sich behaupten, Muslime zu sein, ja, obwohl sie gar keine Taten haben im Islam, obwohl sie keine Taten erbringen, obwohl sie vielleicht nicht beten und trotzdem sagen sie, ich bin ein Muslim. Vielleicht sagen sie, und das haben wir schon öfters, sogar ich selbst persönlich schon mal gehört, dass Menschen von sich glauben, gläubig zu sein, ja, sich als Gottergebene auszugeben. Sie sagen, ich bin ein Muslim, aber sie beten nicht. Sie fasten vielleicht sogar nicht. Ja, es gibt Leute, die von sich so sehen oder von sich dieses behaupten. Sich so sehen, sich so einstufen, ja, dass sie Gläubige sind. Ja, oder sie denken von sich, dass sie Gläubige sind, dass sie als Muslime gelten bei ihrem Schöpfer oder für sich selbst. Dem aber nicht so ist, ja, vielleicht sagst du von dir, du bist ein Muslim, aber dein Schöpfer, derjenige, der mit dir abrechnen wird, ja, er sieht dich gar nicht als Gläubiger, weil du hast die Bedingungen gar nicht erfüllt, um ein Gläubiger zu sein, ja, vielleicht siehst du dich als Muslim, aber da, wo es drauf ankommt, nämlich bei deinem Schöpfer, ja, bei dem es ankommt, bei dem Richter am Tage der Auferstehung, der über dich richten wird und dich dementsprechend dann belohnen oder bestrafen wird, deine Bleibe dann festsetzen wird, ja, ob du ein Paradiesbewohner oder ein Höllenbewohner sein wirst, bei dem ist vielleicht dein Urteil anders als das Urteil, was du über dich selbst fällst, ja, das ist vielleicht ganz anders. Du denkst vielleicht von dir, dass du ein Muslim bist, aber bei deinem Schöpfer bist du es nicht. Warum? Weil du hast vielleicht bestimmte Bedingungen nicht erfüllt, um als Gläubiger zu zählen. Und deswegen ist dieser Hadith auch in dieser Hinsicht wichtig, um dies zu verdeutlichen. Das heißt, der Islam selbst ist aufgebaut auf Säulen. Wenn man diese nicht bringt, dass man vielleicht gar nicht als Gläubiger zählt, als Muslim zählt. Und wenn man in diesem Zustand stirbt, dass man für ewig in der Hölle sein wird, möge Allah mich und euch und alle Gläubigen davon bewahren und alle Muslime bewahren, ohne dass man es vielleicht selbst denkt oder merkt, weil wir vielleicht von uns denken, dass wir Muslime sind, weil unsere Namen sind Ibrahim und Mohammed und Abdullah und Khadija und Aisha und Fatima und so weiter. Weil vielleicht unsere Eltern gepilgert sind, ja, oder Pilgerer waren. Ja, weil ich habe schon selber manchmal gehört, dass manche Leute sagten, ja, hey, was willst du, was sagst du, was denkst du? Meine Großmutter war in Mekka. Mein Vater war Hajj, ist ein Hajji. Erstens, was hast du mit deinem Vater zu tun? Erstens, was hast du persönlich mit deinem Vater zu tun, was dein Urteil angeht, ob du gut oder böse bist,
ob du gläubig oder ungläubig bist, was hat das damit zu tun, ob dein Vater oder deine Großmutter Hajj war oder nicht? Ich sage dir sogar noch eins drauf, sogar wenn dein Vater ein Prophet war, wird es dich nicht ins Paradies bringen. Sogar wenn dein Sohn ein Prophet ist, wird es dich nicht ins Paradies bringen. Stimmt's oder nicht? Haben wir nicht dafür genug Beweise im Koran, in der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? War nicht der Vater von Ibrahim alaihissalatu salam, Ibrahim Khalilur Rahman, der Gott, Allah, nahestehende, der Liebling Allah subhanahu wa ta'ala, der zweitbeste Prophet und Mensch, den Allah erschaffen hat? Ibrahim, Abu al-Anbiya, Khalilur Rahman, der Vater aller Propheten. Ja? War sein Vater nicht ein Götzendiener? Sagte er nicht, wie Allah uns darüber berichtet im Koran, in Surat Maryam, in der 18. oder 19. Surah des Koran, Ibrahim spricht seinen Vater an, Ya Abati, o mein lieber Vater, Ya Abati, la ta'abudi shaitan, o mein lieber Vater, diene nicht dem Satan, sei kein Götzendiener. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, muss man das nicht als Beispiel nehmen. Hat nicht Nuh alayhi salam zu seinem Sohn gesagt, ich glaube in Surat Yunus, die 13. Surah, oder? Surat 10. Die 9. ist, Anfal ist 8, Tauba ist 9, nach Tauba ist Yunus, die 10. Surah, ja? Yunus, Hud, Yusuf, genau. Ja, in der 10. Surah, in Surat Yunus, oder ist es Surat Hud? Auf jeden Fall in dieser Surah sagte was? Nuh alayhi salam zu Allah, O Allah, bewahre meinen Sohn, er gehört doch zu mir, du hast mir doch das Versprechen gegeben. Was hat Allah zu ihm gesagt? Ihn aufweckend, ihn ermahnend, ja, ihm zu ermahnen auch, er sagte zu ihm, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Nein, o Nuh, Entschuldigung, nicht Yunus, also in der Surat Yunus, glaube ich, war das, aber ansprechend hat er was, das war die Geschichte von Nuh a.s. mit seinem Sohn, denn sein Sohn war Ungläubiger. Was sagte er zu ihm? Er sagte, o Nuh a.s. bat Allah subhanahu wa ta'ala, um seinen Sohn zu bewahren, zu beschützen, ja, als es Regen gab, diesen Monsun gab und dann alles weggespült wurde. Da sagte Nuh alayhi salam zu seinem Sohn, Ya Bunayya rkab ma'ana, steig mit uns auf die Arche, damit du gerettet wirst. Und dann sagte er, nein, ich werde auf einen Berg gehen. Ya Asimuni min al-Ma, ich gehe auf die Bergspitze, ja, Barklaufik. Ich gehe auf die Bergspitze, damit ich beschützt werde vor dem Wasser. Innahu la asima al-yawma min amrillah. Illa man, außer den, den er mit dem erbarmt. Es gibt heute niemanden, den Allah erbarmt, außer wenn Allah azza wa jal sich dieser Person erbarmt. Steig mit uns auf die Arche. Höre auf deinen Vater. Sei mit den Gläubigen. Er wollte nicht. Und als dann Nuh alayhi salam, natürlich, er liebt sein Kind, seinen Sohn. Und dann sagt er, oh Allah, du hast mir versprochen. In Surat Hud ist das, genau. Du hast mir versprochen, meine Familie. Was hat Allah zu ihm gesagt? Nein. Frag mich nicht. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayru salih. Er ist nicht von deiner Familie. Ja? Er ist natürlich von seiner Familie, was die Blutsverwandtschaft angeht. Aber er gehört nicht zu den Gläubigen. Er gehört zu den Ungläubigen. Wer war das? Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam zählt auch von der Kette her zum Vater der Propheten, weil alle Propheten, die nach ihm kamen, sind ja sozusagen von ihm. Er ist ja der Einzige, der überlebt hat mit den Gläubigen auf der Arche. Ja, auf der Erde. Subhanallah. Und deswegen, und selbst er, sein Sohn, der Vater und die Mutter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, das können wir uns alles als Beispiel sehen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst, seine Tochter Fatima, was hat er zu ihr gesagt? Er sagte zu ihm, mach, streng dich an, arbeite, diene Allah, fürchte Allah, in dem Sinne, also ja, erklärend sage ich das jetzt. Er sagte zu ihr, ja, du sollst selber Taten machen,
O mein Liebling, o Fatima, mache selbst Taten, mache gute Taten. Ich kann dir am Tage der Auferstehung nichts nützen. Wer sagt das? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs, der Liebling Allahs, der Beste aller Gesandten, der größte Liebling Allahs subhanahu wa ta'ala von der ganzen Schöpfung. Er sagte zu Muhammad, zu seiner Tochter, mache, arbeite, tue was, diene Allah. Ich kann dir nichts für dich tun am Tage der Auferstehung. Subhanallah. Ich kann für dich nichts tun, o Fatima. La amliku laki min Allahi shay'a. Du sollst selber was machen. Du musst selber Allah dienen. Du musst selbst Hasanat machen. Du musst selbst gute Taten machen. Subhanallah. Ja? Wer sagt das? Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Fatima. Radiallahu anha. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, das ist für uns ein Beispiel in diesem Sinne, ja, in diesem Zusammenhang. Ja, barakallahu fikum. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das diese Sache ist eine Säule für uns. Dieser Hadith lehrt uns, dass wir niemanden haben. Es nützt dir nichts, wenn deine Eltern Muslime sind oder deine Großeltern Muslime sind. Auch nicht, wenn die Salihin sind, wenn die rechtschaffen sind. Wenn die sogar Propheten wären, würde es dir nichts nützen. Ja? Das Einzige, was dir nützt, ist dein Iman. Du persönlich, das, was in deinem Herzen ist und deine Taten. Denn der Iman ist Glaube im Herzen, Aussprechen mit der Zunge und Taten mit dem Körper. Das ist Al-Iman. Ja? Der Iman, der Glaube an Allah, du kannst nur Muslim sein, wenn du das alles zusammenbringst. Ein Minimum an Glaube, was, ja, damit du überhaupt gläubig sein kannst, dass du an Allah glaubst, ihn alleine etc. Ja? Und ihm nichts beigesellen und dass du alles andere, was neben ihm angebetet oder vergöttet wird, auf welche Art auch immer, dass du das ablehnst, ja, das ist das Minimum, was du an Iman haben musst. Und dass du die Shahada aussprichst. Und dass du betest, mit deinem Körper Taten machst. Das ist Iman. Hast du das nicht, hast du keinen Glauben, bist du bei Allah subhanahu kein Gläubiger. Deswegen muss man das haben. Tayyib, liebe Geschwister. So, und das ist ja nie verdeutlicht in diesem Hadith. Ja, in diesem Hadith. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khams. Der Islam ist aufgebaut auf diesen fünf Säulen. Ja, auf diesen fünf Säulen. Wie ein Haus aufgebaut ist auf Säulen. Machst du diese Säulen weg, die Wände, die klappen zusammen. Die halten das Haus nicht. Das Fundament hält das Haus. Machst du dieses Fundament weg, diese Decke und diese Etagen da oben können nicht standhaft bleiben. Niemals. Ohne Fundament, ohne Säulen. Können das nicht. Ja? Jedes Gebäude muss Säulen haben. Ein Fundament und die Säulen haben. Und der Prophet Muhammad sagte, Buni al-Islamu ala khams. Und dann hat er angefangen mit womit? Al-Aham, thumma fal-Aham. Ja? Das Wichtigste und Prioritäten. So wie in einem anderen Überlieferung sagte der Prophet Muhammad sallam, wir fangen an mit dem, womit Allah angefangen hat. Ja, man beginnt, und das ist oft in Hadithen oder in Koranversen so, dass man beginnt mit dem, mit Prioritäten, mit dem Allerwichtigsten. Genau wie auch in diesem Hadith. Buni al-Islamu ala khams, der Islam ist auf fünf Säulen aufgebaut. Und womit als allererstes? Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ja, mit dem Glaubensbekenntnis. Und das Glaubensbekenntnis ist zwei. Shahadati an la ilaha illallah, Nummer eins, Shahada, die Shahada, das Bekenntnis, das Bezeugen, ja, dass es niemand gibt, der mit Recht angebetet wird außer Allah. Und das bedeutet was? Das bedeutet, dass du in deinem Herzen weißt, verinnerlichst, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und dass du alles, und das gehört dazu, und dass du alles ablehnst, was neben Allah angebetet wird oder vergöttert wird, auf egal welche Art und Weise. Das gehört dazu. Das gehört dazu, okay? Dass du verinnerlichst, glaubst, dass Allah, dass niemand und nichts angebetet werden darf, außer Allah, oder vergöttert werden darf, außer Allah, auf welche Art und Weise auch immer. Weil es gibt verschiedene Arten der Vergötterung. Ja, der Verehrung, der Vergötterung.
Und das musst du komplett ablehnen. Das ist Nummer eins in diesem ersten Teil. Das Bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass niemand mit Recht angebetet wird außer Allah. Dieses bedeutet, alleine dieses bedeutet was? Es bedeutet Nummer eins, dass du alles ablehnst, negierst, dagegen bist, verabscheust, was neben Allah angebetet wird, verehrt wird, so wie man nur Allah verehren darf, vergöttert wird, auf welche Art und Weise auch immer. Das ist Nummer eins. Plus, dass du Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetest und verinnerlichst und glaubst, dass nur er das Recht dazu hat, ihn alleine zu verehren, zu vergöttern, zu anzubeten. Und dazu gehört auch noch eine Sache, dass alles mit Ikhlas ist, zu Allah subhanahu wa ta'ala, mit Aufrichtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Mit aufrichtig, also aufrichtig mit Ikhlas. Ja, so wie Allah azza wa jalla sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ja, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Und ihnen wurde nichts anderes auferlegt, außer dass sie Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا, und ihnen wurde nichts anderes auferlegt, außer dass sie Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten, مُخْلِصِين, ja, mit Aufrichtigkeit. Das heißt, du machst alle Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. وَشَهَادَتِ أَنَّ مُحَمَّدَنَا رَسُولُ اللَّهِ, und dass du bezeugst, dass Muhammad s.a.w. sein Gesandter ist. Ja? Und das bedeutet und beinhaltet, dass du verinnerlichst und daran glaubst, dass Muhammad s.a.w. der Gesandte Allahs ist und dass er der letzte Gesandte Allahs ist auf dieser Erde. Und dass kein Prophet nach ihm kommt, weil er selbst sagt, weil Allah sagt im Koran, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, und er ist der Siegel aller Propheten, das heißt, es kommt kein Prophet nach ihm mehr. Nicht wie die Ungläubigen der Ahmadiyya zum Beispiel sagen, da kam einer nach ihm, der heißt Ahmed oder sonst irgendwas. Das ist reiner Unglaube und großer Kufr. Warum? Weil das bedeutet, dass Allah nicht die Wahrheit gesagt hat. Allah sagt im Koran, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, ja? Und Muhammad s.a.w. sagt in authentischen Hadithen, إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٍ بَعْدِي. Ja, wie im Hadith von Ali radiallahu anhu, als er zu ihm sagte, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, zu Ali radiallahu anhu sagte, bist du nicht damit zufrieden, dass du zu mir die Stufe hast von Harun bei Musa? Ja, als die Munafiqin ihm gesagt haben, Mohammed geht zur Schlacht raus zum Dschihad und nimmt die Männer mit und er lässt dich, Ali, hier mit den Frauen und Kindern in Medina sitzen. Ja? Und dann haben sie ihn so, und er ist ja normalerweise ein Krieger, ein Kämpfer. Aber er hat ihn gelassen für eine große Aufgabe, ja? die Frauen der Gläubigen zu beschützen, die Kinder und den Besitz der Gläubigen zu beschützen, auf die Frauen, auf die Familien des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die eigenen Familien zu achten und die zu beschützen, ist eine große Aufgabe. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht alles nur mit Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Richtig? So, und jetzt haben die ihm dann sozusagen Wuswas gemacht, ja, ihn das eingeflüstert, ihn schlecht gemacht. Und dann hat er wirklich daran angefangen zu zweifeln, bis er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist. Und dann sagt er, oh Gesandter, also du lässt mich hier zurück in Medina mit Frauen und mit Kindern. Und dann hat er ihm gesagt, oh Ali, bist du nicht damit zufrieden, dass du die Stufe zu mir hast, wie Harun zu Musa? Ja, und deswegen hat er, und dann sagt er weiter, bist du nicht damit zufrieden, dass du die Stufe hast, wie Harun zu Musa, außer, dass es keinen Propheten nach mir gibt, also weder mit mir noch nach mir, ja, dass ein nur Hadhu Shahid, ja, إلا أنه ليس نبيا بعدي. Ja? Und da sagt er auch, glaube ich, zu Umar radiallahu anhu. Ja? Wenn es nach mir einen Propheten gäbe, wäre es Umar. Außer dass es, ich glaube, wenn ich es so in der richtigen Erinnerung habe, außer dass es keinen Propheten nach mir gibt. Okay? Barakallahu fikum. Liebe Schwester, Barakallahu fikum. Also das nur dazu. Das heißt, du glaubst daran, dass Muhammad s.a.w. der Gesandte Allahs ist, dass er der allerletzte Gesandte ist und keiner nach ihm kommt, dass er
alles, was er gebracht hat, tusaddiquhu, das heißt, du glaubst und vertraust ihm in all dem, was er dir überbracht hat an Religion. Das heißt, du glaubst vollkommen an den Koran vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Hast keinen Zweifel daran, sonst bist du Ungläubiger. Ja, du glaubst vom ersten Buchstaben bis zum letzten Buchstaben des Korans komplett, was da drin ist. Weil das ist das, womit Mohammed gekommen ist. Das beinhaltet den Glauben an Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, du glaubst alles, womit er gekommen ist. Das heißt, Koran und die Sunna, die mit ihm, die dazugehört. So wie der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam selbst sagte, ich habe den Koran bekommen und etwas Gleiches mit ihm und etwas Gleiches mit ihm. Und etwas Gleiches mit ihm. Ja, das sind die Sünder. Und das ist natürlich absolut logisch, absolut authentisch, absolut, ja, das ist eine Sache, die auch absolut logisch ist. Denn man hört manchmal, ja, dass es Leute gibt, die sagen, ich glaube nur das, was im Koran steht. Ja, was im Koran steht, stimmt 100% für mich. Hadith, ich weiß nicht. Manche zweifeln das an, manche sagen, ich glaube daran nicht. Diese Koranion und diese Sekten, ja. Diese Sache ist die absolute Zerstörung der Religion. Und eine absolute Unlogik, ja, das ist wirklich das Dümmste, was es in der was man in die Religion zufügen könnte. Indem man sagt, ich glaube nicht an die Sünder. Ich glaube nur an, was im Koran steht. Weil das einfach, man hat dieses Ganze, dieses Haus zerstört. Dieses Komplette, das heißt, die Religion hast du auseinandergenommen. Hast du zerstört. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla, lass mal ein Beispiel. Allah sagt im Koran, wa aqimus salah. Ihr müsst das Gebet verrichten. Verrichtet das Gebet. Als eine Befehlsform. Amr. Wal amr yaqtadi al wujub, ma lam ta'ti qarina. Sah? Das ist eine Qaida im Islam. Allah Azza wa Jalla, wenn Allah Azza wa Jalla eine Sache befehlt, wenn Allah eine Sache befiehlt. Einen Moment. Wenn Allah eine Sache befiehlt, richtig? Ist richtig, oder? Befiehlt. Ja, dann ist, wenn ein Befehl kommt, bedeutet es immer, dass das eine Pflicht ist. Außer, wenn ein anderer Beweis kommt, vom Koran oder der authentischen Sunna, die dann diesen Befehl, die dann diese Pflicht herunterstufen. Ja, habe ich ja schon mal erklärt, glaube ich. So, und deswegen, liebe Schwester, barakallahu fikum, Allah sagt ihm hier im Koran, wa aqimus salah. Verrichtet das Gebet, als eine Befehlsform. Also ihr müsst das Gebet verrichten. Ja? Wa qumu lillahi qanitin. Und steht aufrecht im Gebet. Ja? Wasjudu. Und werft euch. Tayyib. Und wie gesagt, und hier sagt Allah Azza wa Jalla, wir müssen beten. Wir müssen uns niederwerfen. Aber Allah Azza wa Jalla sagt uns im Koran nicht, wie oft wir beten müssen, dass wir fünfmal beten. Wie das Gebet auszusehen hat, dass man Suratul Fatiha liest, dass man drei Raka'a betet oder zwei Raka'a betet oder vier Raka'a betet, also Gebetsabschnitte oder ja diese Sachen, also wie das Gebet aussieht, ganz genau, das steht nicht im Koran. Ja, Allah sagt uns, wa'tu zakah, und ihr müsst die Zakah entrichten. Ja, ihr müsst die Pflichtabgabe, eine andere Säule des Gebets, des Islams, ja. Ihr müsst diese Pflichtabgabe abgeben, ja, also die Zakat rausgeben. So, aber im Koran steht nicht, ob 2,5% oder... Tayyib. Okay, inshallah, liebe Geschwister, ich mache inshallah kurz weiter. Ich weiß, es hat irgendwie Probleme gegeben hier mit der Internetverbindung. Falls es jetzt inshallah nochmal abbricht, dann beende ich inshallah dann heute für heute den Vortrag und mache dann inshallah morgen weiter und beende auch dann morgen inshallah ta'ala diesen Vortrag mit diesem dritten Hadith von der Reihe, die 40 Hadith von Imam Nawawi. Tayyib, liebe Geschwister, also wie gesagt, es ist ganz, ganz klar und deutlich vom Koran, von der Sunna, dass vom Koran aus, dass wir etwas anderes noch dazu haben zum Koran, ja, was die Religion komplett macht.
Ja, der Koran hat sozusagen die Basis gebracht. Die Basis. Ja, und wie gesagt, das bedeutet hier, liebe Geschwister, Barakallahu fikum, dass wir im Koran selbst Beweise haben für die Sunna. Zum einen, die Religion wäre nicht komplett ohne die Sunna. Im Koran sind Regeln gekommen, dass wir glauben müssen, dass wir beten müssen, dass wir fasten müssen, dass wir Zakat anrichten müssen, dass wir unsere Eltern ehren müssen, dass wir und so weiter und so fort, ja. Und das, was im Großen und Ganzen vieles, was verboten ist. Aber richtig detailliert, aufs Detail, wie man sich wäscht, ganz genau die Regeln, wenn, wann, wo, wie, was, wie oft und so weiter und so fort, das ist in der authentischen Sunna gekommen. Und das ist auch ein deutlicher Beweis auch im Koran. Denn Allah sagt im Koran, فَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Derjenige, der Muhammad s.a.w. Gehorsam leistet, er ist auch Allah gegenüber gehorsam. Das heißt, Allah sagt, wir müssen auf den Propheten Muhammad s.a.w. hören. وَمَا, Allah sagt in einem anderen Vers, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ. Das, was euch der Prophet gebracht hat, ja, an Befehlen, an Verboten, so nimmt es. Ja, was er euch gebracht hat an Geboten, so nimmt es. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Und das, was er, der Prophet, euch verboten hat, so haltet euch fern davon. Ja? Somit gibt es ganz, ganz deutliche Beweise für die Sunna im Koran. Und deswegen, liebe Geschwister, muss man bei Muhammad s.a.w. an ihn glauben. Entschuldigung, an ihn glauben.